Dieses Jahr zu Weihnachten schickt ihm Exigo einen süßen Gruß aus der Aachener Region. Guten Tag, begrüße Sie. Ich heiße Hartmut Gerz, bin Bonbonmacher aus Leidenschaft. Die Besonderheit ist, mit alten Geräten aus der Jahrhundertwende, ohne chemische Zusätze, ohne Farbstoffe, nur mit Naturprodukten. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen auch das Produkt, was Sie heute bekommen, gut schmeckt. Wir haben uns unter anderem für die würzig pikante Bonbon-Spezialität Eifelbrocken entschieden. Diese Kräuterbonbons mit Anis-Lakritz-Geschmack sind kernig wie die Eifel und wurden bereits mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Das ist eine Sache natürlich vom Timing. Ich hätte das gerade noch mitbekommen. Unsere Weihnachtswichtel besuchten auch den antiken Bonbonwagen in Simmerath in der Eifel und testeten die berühmte Wirkung der handgemachten Bonbons, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Exigo und der Bonbonmacher wünschen Ihnen und Ihren Lieben zuckersüße Adventsstunden. Photoshop heißt das Programm. So, alle lächeln jetzt nicht.